Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing-Video von mir. Nämlich möchte ich gemeinsam mit euch ein richtig cooles und sehr schönes Haus öffnen. Aber mehr dazu seht ihr im Video. Also viel Spaß und los geht's! Ja Leute, so sieht das Haus aus. Also das ist kein Playmobil-Haus, sondern ein... Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was für ein Haus das ist, aber das ist irgendwie von der Marke Kidland oder so und ja, ich habe das im Kaufland gekauft, aber ich fand das Haus richtig schön, also es sieht wirklich super aus, es hat hier so, ja, Fenster, da so eine Terrasse und es hat auch wirklich sehr viel Platz. Und es hat gerade mal 15 Euro gekostet. Also das ist echt der Hammer. Vor allem, das ist ja auch aus Holz und Holz ist auch sehr gut. Und ja, ich würde aber sagen, ich mache jetzt einfach mal diese Verpackung auf und dann bauen wir es gemeinsam auf. Also ja, da das ja kein Playmobil-Haus ist, weiß ich auch gar nicht, was mich da jetzt so erwartet und wie ich das aufbauen muss. Aber... ich würde sagen, lass uns einfach mal schauen, wie das so sein wird. Also, tada, so sieht das jetzt aus. Ja, hier gibt es so eine Anleitung. Okay. Und dann gibt es auch noch hier so, ja, das ganze Haus drin. Puh. Ja, das ist jetzt in so einer keine Styropor, sondern ich weiß gar nicht, wie genau das so heißt, aber das ist auf jeden Fall in so einer Folie eingewickelt und ja, ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal so auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Und so sehen jetzt die ganzen Einzelteile aus. Also hier gibt es dann auf jeden Fall schon mal die Vorderseite vom Haus. Ich finde es richtig schön, dass es ja hier so Fenster gibt. Die kann man dann auch so auf- und zumachen. Und hier gibt es dann halt auch noch so ja, Zäune, also damit man da nicht rausfällt oder so. Dann gibt es noch hier diese Rückseite vom Haus. Die sieht so aus, ist eigentlich nur so eine Platte. Und dann gibt es auch noch diese Schrauben hier. Damit werden wir dann wahrscheinlich das Haus zusammenbauen müssen. Dann gibt es hier auch noch so Platten. Die habe ich jetzt nicht aus dem Papier rausgeholt, aber das können wir jetzt auch nochmal machen. Ja, hier gibt es dann diese beiden Platten. Dann gibt es hier auch noch so einige Holzteile. Das sind dann wahrscheinlich die ganzen Zäune und so. Und hier gibt es auch noch solche Platten. Das sind dann die Etagen. Und ich würde sagen, ich sortiere das jetzt ein bisschen. Und dann können wir auch gleich loslegen. Also als erstes muss ich dann diese ganzen grünen Schrauben hier in diese ganzen Löcher reintun. Weil wir das dann halt eben alles so befestigen müssen. Und ja, es gibt sehr viele Löcher, darum würde ich sagen, mache ich das einfach mal schnell und wir sehen uns einfach danach wieder. Ja, jetzt habe ich die ganzen grünen Teile da reingetan und ich habe jetzt auch schon weitergemacht. Nämlich muss man dann hier diese ja, Holzteile einfach da dran schrauben. Also diese Holzteile sehen so aus und hier vorne haben sie halt so ein Loch. Und ja, das schraubt man dann halt einfach hier so dran. Und ich mache das jetzt einfach mal schnell. Ja, so sieht das bis jetzt aus. Also ich habe dir jetzt diese ganzen Teile reingetan. Zeige ich mal jetzt was von oben nach unten. Und ich finde diese Fenster so schön. Oh, die gefallen mir so gut. Und ich drehe das Haus mal um, damit ihr es dann ein bisschen besser sehen könnt. Also beziehungsweise damit ihr besser sehen könnt, was ich da jetzt so ja, reingeschraubt habe. Also da habe ich diese Holzteile reingeschraubt, denn da werden dann noch diese Platten da hinten reinkommen. Denn das sind ja die Etagen. Und ja, ich würde sagen, ich schiebe jetzt einfach mal die Platten da rein. Tada! So sieht das jetzt aus. Also ich habe jetzt diese ganzen Platten reingetan. Das ging eigentlich super einfach.
Und ja, das sind jetzt die Etagen. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist eigentlich diese Hinterseite vom Haus. Und ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach mal schnell. Tada! Das Haus ist jetzt endlich fertig. Und das hat schon ziemlich lange gedauert, bis ich die ganzen Platten da richtig reingetan habe und alles zugeschraubt habe. Ach, das war schon ein bisschen anstrengend. Aber jetzt bin ich endlich fertig und das Haus sieht so schön aus. Also ich zeige es euch jetzt mal. Also hier seht ihr auf jeden Fall schon mal das Dach. Und so sieht es dann von unten aus. Also das Haus ist schon ziemlich groß. Und da passt dementsprechend auch sehr viel rein. Und ich würde sagen, ich zeige euch das Haus jetzt einmal mal so von unten, also vom Eingang aus bis nach oben dann. Und ja, also hier ist der Eingang. Dann links und rechts gibt es dann zwei Fenster. Und wie ich es bestimmt schon tausendmal gesagt habe, diese Fenster gefallen mir so schön, weil die kann man halt so auf und zu machen. Und zumindest bei meinen Playmobil-Häusern gibt es sowas nicht. Also nur mit den Türen von den Terrassen, aber jetzt so von den Fenstern nicht. Und ja, von innen sieht es dann so aus. Also hier gibt es super viel Platz. Und hier auch. So. Und da kann man zum Beispiel die Küche und das Wohnzimmer oder so reintun. Also wenn ihr irgendwie daraus dann so ein Wohnhaus machen wollt. Dann hier oben gibt es halt wieder diese beiden Fenster. Nur anstatt halt jetzt einfach dem Eingang gibt es hier halt einfach so einen Zaun. Sieht richtig schön aus. Und hier gibt es ebenfalls super viel Platz. Aber ich meine, das ist ja alles gleich groß. Also von daher nichts Neues. Und hier ganz oben gibt es dann wieder so einen Zaun. Und diesmal gibt es keine Fenster, sondern ja so irgendwie Dachschrägen oder so. Da hier oben eben das Dach ist. Und ja, hier gibt es dann auch noch eine Terrasse. Also die Terrasse ist sehr groß. Gibt es wirklich richtig viel Platz für, keine Ahnung, für so eine Liege, einen Sonnenschirm oder was weiß ich. Und dann gibt es auch noch hier drin sehr viel Platz. Da kann dann zum Beispiel irgendwie das Kinderzimmer sein oder so. Wofür ich das Haus benutzen werde, werdet ihr dann irgendwann mal sehen. Also seid auf jeden Fall gespannt. Aber mir persönlich gefällt das Haus richtig gut. Es ist sehr schön groß. Und ja, es gibt wirklich sehr viel Platz. Also, es ist einfach nur wunderbar. Ja, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Also, mir gefällt das Haus so gut. Es ist so groß. Also, da gibt es so viel Platz. Und das Haus ist auch so schön. Und wenn euch das Haus auch gefällt und wenn euch das Video auch gefällt, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da, damit wir das auch sehen können. Und vergesst nicht, noch unseren Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von uns. Habt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!